Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, heute ist der 23.12.2021. Ich habe heute Morgen seit 5 Uhr bin ich wach, sehr viel reflektiert, realisiert. Rückblickend auf 2021, was ich alles schon geleistet habe, was ich alles schon umgesetzt habe, was ich alles schon ins Universum hinein manifestiert habe, was auch zurückgekommen ist. Aber das ist so zurückgekommen, weil ich aktiv danach gehandelt habe, danach auch in die Umsetzung gegangen bin. Und ich bin und war ja von Januar bis April 2021 ja noch fest angestellt bei der Deutschen Telekom in einem Telekom-Shop beziehungsweise respektive in Partnershops. Aber Corona will ich jetzt auch nicht wegleugnen. Corona ist ja nun mal da und es seit 2 Jahren effektiv. Ich habe da ja auch schon mal ein Video in dem Sinne gemacht mit ein bisschen Motivation dabei. Kannst du auch gerne mal anschauen. Ich verlinke es oben. Und was ich dort jetzt zurückblicken darf auf 2021, von Januar bis April, nehmen wir mal diesen Zeitspanne, ist, dass ich da sehr erfolgreiche Abschlüsse gemacht habe, weil ich Kundenservice gelebt habe, weil ich die Kunden ein Erlebnis geschaffen habe, das Problem mit ihm erkannt habe und gelöst habe. Aber dann, wie gesagt, kam Corona. Corona war für mich in dem Sinne ein Booster für mein Abenteuer der Selbstständigkeit als Trainer, wo ich dann von April bis Dezember in die Akquise gegangen bin und habe aktiv Firmenkunden und auch Firmen angerufen, die da Unterstützung brauchen, Potenzial brauchen. Natürlich habe ich auch Bildungsträger angerufen. Ich habe jetzt schon wieder weitere Zusagen bei einem Bildungsträger, wo ich aktiv jetzt als Trainer arbeite seit Dezember. Habe schon 4 Trainings durchgemacht und habe auch ins Universum reingesendet, dass ich 500 Euro bekomme, darf und will. Und es war dann auch da. Natürlich sind die 500 Euro auch noch mit der Umsatzsteuer verpflichtet. Also ich muss ja natürlich die Steuer berücksichtigen, also sind es in der Regel nur 300 Euro. Aber ich habe das visualisiert, dieser Scheck, dieser Musterscheck ans Universum war für mich ein Booster. Wer das Buch The Secret gelesen hat, und ich lese es immer ständig und immer wieder und guck mir auch die Filme an, um zu reflektieren, um dankbar zu sein für die Dinge, was man geleistet hat, bin ich extrem glücklich, weil ich habe hier mein Vision Board auf meinem PC, wo drauf steht,
was ich alles erreichen möchte. Natürlich habe ich 3 Urlaube nicht erreicht, aber ich habe erreicht, dass ich mein Business nach vorne getrieben habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich mit Leichtigkeit und Spaß an der Freude mein Business nach vorne getrieben habe und nicht weitertragen darf, dass ich mir ein Auto geleistet habe, dass ich Geld bekommen habe, dass ich einen gesunden Lebensstil habe, dass ich Freizeit, Arbeit, Gesundheit habe, keine Work-Life-Balance habe, sondern ein Work-Life-Blending habe. Das habe ich alles rückblickend realisiert, dass ich dankbar bin. Dankbar bin für die zahlreichen Menschen, die mir dieses Jahr und auch letztes Jahr in mein Netzwerk reingekommen sind und die mir auch bestätigt haben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich bin dankbar an Tobias Beck, ich bin dankbar an Michael Ehlers, ich bin dankbar an Martin Limbeck, ich bin dankbar an meinen besten Freund, ich bin dankbar für meine Familie. Ich habe hier einen kleinen Dankbarkeitsstein, den habe ich immer in der Hosentasche. Ich habe in der Kindheit mit meinen Großeltern im Urlaub Steine gesammelt, Dankbarkeitssteine, dass wir dankbar sind für diesen Urlaub, dass wir dankbar sind für die kleinen Gesten, die das Leben uns schenken, die ich erreicht habe oder die ich mit meinen Großeltern erreicht habe. Weil ich habe was ins Universum bestellt, ein Wunsch, ein Ziel, wo ich hin möchte. Und ich habe dann gehandelt. Und durch das Handeln habe ich dann einen Erfolg erzielt. Das war A, ein Auto. Das war A, mein Unternehmen. Das war A, die ersten Aufträge zu bekommen und Geld zu bekommen, weil ich erst gegeben habe und dann jetzt nehmen darf. Denn dienen und verdienen. In dem Wort verdienen steckt ja dienen drin. Jetzt ist es so, bei dem Verdienen ist ja dienen. Das kommt jetzt wieder mit dem Diener zusammen. Na, aber wir wollen ja kein Diener sein. Also wir geben alle unseren Bestes unter unseren besten Herausforderungen. Ja. Das ist der Gesetz der Anziehung, das ist das Secret. Seitdem beziehungsweise respektive seit 2,5 Jahren mache ich Vision Boards. Seitdem, dass ich Vision Boards habe, verstehe ich das Gesetz der Anziehung. Verstehe ich the Secret. Denn Geld ist Energie und Energie ist Verkauf. So ist mein Zitat, was ich kreiert habe. Und ich denke auch nochmal weiter, denn Geld ist auch Ideen. Aus Ideen kannst du wieder was verkaufen. Wenn du keine Ideen hast, bekommst du auch kein Geld. So kannst du auch es nicht verkaufen. Denn Geld ist Energie. Und Energie ist Verkauf, by the way. Was treibt mich an? Es ist meine intrinsische und extrinsische Motivation, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, empathisch zu verkaufen, mit Leichtigkeit, mit Spaß, mit Begeisterung. Begeisterung für Produkte, die sie im alltäglichen Leben nutzen, die sie bei der Firma XY verkaufen,
dass sie Spaß an den Produkten haben, dass sie Spaß am Verkaufen haben, dass sie Spaß am Kundenservice haben, dass sie Spaß mit anderen Menschen zu haben. Denn Menschen kaufen von Menschen. Keiner kauft von Maschinen. Noch nicht. Jeder Mensch kauft gerne was bei anderen Menschen, wenn der andere Mensch sein Problem erkennt und dieses Problem löst, dann kauft er Produkt XY. Und ich bin fucking dankbar für die ganzen tollen Menschen, auch wie gesagt, Tobias Beck, Michael Ehlers, Hermann Scherer und so weiter und so fort. Aber ich bin dankbar für die kleinen Dinge, die ich mir selbst gesteckt habe. Ich habe, wie ich das alles reflektiert habe und aufgeschrieben habe heute Morgen, auch noch einmal aufgeschrieben, was mein Vision Board für 2022 ist. Ich will Erfolg haben im Trainerbusiness. Ich will anstrebender Keynote-Speaker werden. Ich will auf der Bühne von Gedankentanken stehen. Ich will respektive einmal bzw. zweimal im Urlaub gehen. Ich will ein kleines Team aufbauen. Anfangen mit einer 450-Euro-Kraft. Wohlstand, also auch wieder Geld, weil Geld kann ich wieder was Gutes tun, kann ich wieder zurückgeben. Und das alles in einer nachhaltigen Art und Weise aufbauen. Das sind jetzt so meine groben Ziele. Dieser Keynote-Speaker, bei Gedankentanken auf der Bühne zu stehen, das ist mein großes Ziel. Das ist meine Manifestation. Um dahin zu bekommen, habe ich schon meine Mindmap gemacht. Von Januar bis Dezember. Und dann geht es in kleinen Schritten in Januar, Step by Step dahin. Mit der Smart-Formel. Ich glaube, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht mit der Smart-Formel. Schaut gerne mal vorbei. Ich müsste es raussuchen, aber ansonsten findest du das alles auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du noch mehr wissen willst, unten in der Beschreibung sind alle Links von mir. Wenn dieses Video dir gefallen hat, hinterlass einen Daumen nach oben, ein Abo, kommentier gerne dieses Video. Ich lese meinen Kommentar ausgiebig durch. Wenn du auch sowas machen tust oder wenn du was anderes machen tust, ja, und ich wünsche dir bzw. euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde omnipräsent sowieso ein bisschen in Social Media sein, werde 2-3 Posts noch absetzen bis dahin, weil ich auch in der zweiten Januarwoche einen Workshop habe. Deshalb melde dich jetzt in meinem Newsletter an, um alle Informationen zu bekommen. Ich muss nämlich noch die Landingpage fertig machen. Wenn die Landingpage dann fertig ist, bekommen die Menschen, die bei mir sich in den Newsletter eintragen, die Informationen zuvor. Also,
Like nach oben, abonnieren, kommentieren und wir sehen uns demnächst in einem weiteren YouTube-Video. Dein Michael.